Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer Webinarreihe SG Active Trading in Kooperation mit Börse Go. Ich freue mich sehr, Sie an diesem Abend so zahlreich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin fast 20 Jahren im Bereich Zertifikate für Selbstentscheider tätig und gehöre neben meinen anderen Kollegen zum Expertenteam der Société Générale. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Services haben, können Sie mich gerne unter unserer Servicenummer oder im Chat kontaktieren. Aber jetzt wollen wir natürlich gleich mit dem Webinar beginnen. Ganz kurz für Sie noch die rechtlichen Hinweise, dass es sich hier um ein Webinar an kundige Selbstentscheider handelt. Und natürlich handelt es sich hier um Hebelprodukte mit hohen Risiken, insbesondere auch Totalverlustrisiken. So, nun bin ich aber auch gespannt auf meine drei Bekannten, mit denen wir heute das Webinar durchführen würden. Ingmar, du startest heute. Ich freue mich auf deinen Rückblick und was du heute zu sagen hast. Ja, vielen Dank, Holger. Auch von uns natürlich einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute sind wir ja zum ersten Mal in dieser Viererkombination mit dem Holger zusammen in diesem Webinar. Und dann habe ich gedacht, dass wir heute auch nochmal besprechen, wie wir genau vorgehen bei unseren Analysen, weil nicht nur der Holger und wir sind heute das erste Mal zusammen, sondern viele Teilnehmer stoßen ja auch immer wieder in dieser Webinarreihe dazu. Deshalb denke ich, macht es Sinn, mal kurz ein paar Minuten nochmal zu zeigen, wie wir genau in unseren Trades vorgehen, damit Sie dann auch verstehen, wie das gleich ablaufen wird. Und ja, dann haben Sie, glaube ich, einen guten Überblick. Also, wir haben hier verschiedene Assetklassen, Währungen, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Und auf diese wenden wir verschiedene Vorfilter an. Das macht bei uns der René, der dann gleich aufzeigen wird für zwei Basiswerte heute Abend, wie die Vorfilter aussehen. Zuerst für den S&P 500, später dann zu WTI. Und diese Vorfilter sollen uns möglichst eine grobe Richtung erstmal vorgeben, ob der Markt eher long ausgerichtet ist oder eher short ausgerichtet ist. Und dazu nutzen wir verschiedene Vorfilter. Das ist zum einen die Saisonalität, das Sentiment, COT-Daten, Intermarket-Analysen, eigene Statistiken, die wir pflegen und so weiter und so fort. Und hier versuchen wir ein grobes Bild zu bauen, ob der Markt für uns mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eher steigen sollte oder eher fallen sollte. Wenn wir das ausfindig gemacht haben, dann kommen wir zur Charttechnik. Das wird der Stefan gleich dann aufzeigen für die zwei Basiswerte. Und er schaut dann eben, wo bieten sich entsprechend vom Timing her bessere Einstiege und Ausstiegsszenarien an. Weil die Vorfilter, die geben uns nur ein grobes Szenario vor, wie wir uns positionieren sollen. Das ist kein perfektes Timing-Instrument. Das Timing versuchen wir dann eben über die Charttechnik zu optimieren. Da suchen wir nach wichtigen Unterstützungen, wichtigen Widerständen. Und jetzt kann man sich das ja ganz einfach vorstellen. Wir nehmen an, die Vorfilter zeigen uns in der Gesamtheit an, wir sollten uns eher auf steigende Kurse für einen gewissen Markt fokussieren. Dann schaut der Stefan, okay, haben wir irgendwo eine wichtige Unterstützungszone, die momentan verteidigt wird? Dann macht das Sinn, auch charttechnisch dort eben einzusteigen, den Stopp dann knapp unter dieser Unterstützungszone zu platzieren. Oder aber sind wir durch einen wichtigen Widerstand gerade durchgelaufen und es kommen neue Käufer in den Markt? Das wäre auch zum Beispiel sein Einstiegsszenario. Und da leitet Stefan dann eben eine klare Strategie her, ob wir Market einsteigen wollen, also direkt einsteigen wollen oder mit einem Limit oder mit einem Stop-Buy in einem entsprechenden Produkt, wo dann der Stop liegt und wo dann die verschiedenen Kursziele auch liegen. So wird die Strategie dann hergeleitet und anschließend kann man dann eben nach entsprechenden Produkten Ausschau halten, entweder über das Match My Trade oder über die Webseite der Société Générale und hat dann eben zudem noch die passende Produktauswahl. Da muss ja auch nicht immer sein, dass man ein klassisches Hebelzertifikat nimmt, sondern teilweise kann es auch Sinn machen, vielleicht ein Stay-Low-Optionsschein, ein Stay-High-Optionsschein, ein Inline-Optionsschein oder sonstiges zu wählen, wo man eventuell eine höhere Renditeerwartung hat. Und dann muss der Markt vielleicht auch nicht direkt in unsere Richtung laufen, sondern wenn wir zum Beispiel ein Stay-High wählen, da wird der Holger ja später dann drauf eingehen, oder ein Stay-Low, dann muss der Markt beim Stay-High ja nur über einem gewissen Level bleiben während der Laufzeit. Und wenn das passiert, bekommen wir eine maximale Auszahlung am Ende der Laufzeit,
ausbezahlt. Also es gibt auch noch verschiedene Produktgattungen, die man natürlich anwenden kann. Das findet im nächsten Schritt da statt und dann schlussendlich kommt es erst zu dem entsprechenden Trade. Das ist so die Vorgehensweise, damit Sie verstehen, wie es genau bei uns abläuft. Und damit, René, würde ich auch zu dir übergeben, dass wir direkt mit dem ersten Wert starten können, mit dem S und, was haben wir jetzt gesagt, mit S&P 500 starten wir, genau. Und in der zweiten Runde kommen wir dann zur WTI. Und damit, René, übergebe ich zu dir und bin gespannt, wie die Vorfilter für den S&P 500 aussehen. Also viel Spaß und übrigens, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, schreiben Sie gerne in die Fragenbox rein. Dann werden wir die Fragen dort beantworten oder an den Stefan, den René oder den Holger dann entsprechend weitergeben. Also René, an dich. Genau. Auch von mir hallo und herzlich willkommen in der heutigen Sitzung bzw. im heutigen Webinar. Der Ingmar hat die Vorfilter schon erklärt und einer dieser Vorfilter ist die Saisonalität. Ich habe hier mal auch eine Statistik, bzw. wir sehen hier eine Statistik, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, zum Beispiel jetzt für den Mai und für den Juni für steigende Kurse. Und da sehen wir im S&P, dass für den Juni zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit bei 55% liegt. Bedeutet also, das, was der Ingmar gerade auch gesagt hat, Vorfilter bedeuten ja nicht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem auch im Trading, dass viele glauben, gerade wenn sie relativ unerfahren sind, dass es sicher wäre, wenn man jetzt irgendein Signal bekommt. Klar muss sein, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir schauen uns die Saisonalität an für den S&P, und gucken in der zweiten Maihälfte bzw. Ende Mai drauf, dann sehen wir zum Beispiel hier, okay, im Juni hat man eher so eine überschaubare Wahrscheinlichkeit, hat keinen so riesigen Vorteil, 55% für steigende Kurse, bedeutet also, einmal steigt's, einmal fällt's. Und dann gibt es andere Monate, in denen ist natürlich die Signifikanz höher für die Long-Seite, zum Beispiel der April. Und aus dem Grund ist so ein Vorfilter, gibt immer nur einen grundsätzlichen Vorteil, gibt eine Idee, in welche Richtung es gehen muss oder gehen soll, nicht muss. Und dann braucht es natürlich auch noch eine Preisbestätigung in der Regel, die dieses Szenario dann bestätigt für den Einstieg. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man nicht blind sagt, okay, jetzt meinetwegen im April muss es steigen, oder im Juli muss es fallen, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt das Szenario, das ist wahrscheinlich, dann aber noch eine Preisbestätigung mit reinnimmt, weil manchmal sieht man ja hier, selbst wenn wir 70% oder 75% Wahrscheinlichkeit haben, dann bedeutet es ja trotzdem nur, dass wenn wir das 10 Jahre lang handeln, wenn wir 10-mal den Juli handeln zum Beispiel, dann bedeutet das, dass wir in 7 Fällen vielleicht richtig liegen mit der Long-Seite, dass wir aber auch 3-mal falsch liegen. Und deshalb ist es wichtig, diese Szenarien auch charttechnisch nochmal bestätigt zu sehen, denn es gibt so viele Faktoren, wir haben das ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten erlebt, da kommen mal Faktoren, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wie so eine Pandemie oder auch irgendwelche Wirtschaftskrisen, die ad hoc auftreten. Deshalb muss klar sein, eine Saisonalität ist ein Element, die basiert auf Regelmäßigkeiten, auf fundamentalen Zusammenhängen und die zeigt jetzt für den Juni bzw. für die nächsten Wochen auch keine so große Signifikanz an. Von dieser Seite, dieser Vorfilter gibt uns jetzt keinen Hinweis, Long oder Short, 55% Wahrscheinlichkeit für steigende Notierung ist jetzt nicht besonders signifikant. Das heißt also von der Saisonalität können wir hier im Moment nicht wirklich was erwarten. Das heißt, das ist neutral. Das gibt uns noch keinen Hinweis, in welche Richtung wir handeln sollten. Ein zweiter Filter, den ich nutze, sind Intermarkets. Aktien sind korreliert mit Anleihen, mit Zinsen. Generell gehen nicht nur für die Aktienmärkte, sondern auch für die Rohstoffe gehen sehr, sehr viele Impulse. Fast alle Impulse gehen von den Zinsen aus. Das sollte man sich immer bewusst machen. Ist zum Beispiel ein Faktor, den ich in den ersten Jahren völlig unterschätzt habe, beziehungsweise ich dachte mir, okay, das ist viel zu einfach, so kann es ja nicht sein, aber die Zinsniveaus, die terminieren ganz, ganz viel, die schaffen vor allem Liquidität,
die auch in die Aktienmärkte dann reinfließt oder aus den Aktienmärkten herausfließt, die Aktien gegenüber zum Beispiel Anleihen attraktiv oder unattraktiv machen. Und deshalb ist es ein Standardfilter, den ich nutze, dass ich mir also die Intermarkets anschaue. Das ist ein Forecast-Modell, das haben wir ja auch schon öfter besprochen. Das basiert auf der Veränderungsrate vom Bondmarkt. Wenn sich das Zinsniveau, die Anleihenrenditen deutlich verändert haben, dann wirkt sich das zeitverzögert auf den Aktienmarkt aus. Das ist natürlich auch nur ein Faktor. Klar muss auch sein, wenn irgendein gravierendes Event, Event muss ja nicht immer positiv sein, Terroranschläge, Pandemien, irgendetwas, was unvorhergesehen aufgetreten ist, Naturkatastrophen, Gott weiß was. Wenn sowas auftritt, dann achtet natürlich erstmal keiner darauf, wie hat sich der Dollar entwickelt oder wie ist das Zinsniveau, sondern dann wird erstmal panisch wahrscheinlich alles verkauft. Es muss also auch klar sein, das ist auch nur ein Faktor, der uns ein bisschen vom Münzwurf wegbringt auf die richtige Seite. Aber auch das muss ich wieder und wieder anwenden. Und ich sollte es im Idealfall dann auch noch zusätzlich durch den Chart filtern, dass ich eine Preisbestätigung bekomme. Die muss gar nicht so super signifikant sein, meiner Erfahrung nach jedenfalls. Es reicht schon, wenn man die ganz, ganz großen Rohrkrepierer vermeiden kann oder viele davon vermeiden kann, indem man einfach so einen kleinen Preistrigger zum Beispiel setzt und sagt, ich will sehen, dass der Markt zumindest so und so viel in die Richtung, in die ich ihn erwarte, läuft. Was die Intermarkets angeht, das ist dieser Abschnitt hier. Ich zeige das mal ein bisschen, damit man das erkennen kann. Die untere Achse ist hier nicht zu beachten. Die untere Zeitachse lässt sich hier nicht ausblenden. Relevant ist die obere. Und da kann man sehen, ich hoffe, dass sich das gleich hier wieder ein bisschen aufbaut, da kann man sehen, dass für die Zeit jetzt im Juni da auch eine Seitwärtstendenz zu sehen ist. Das heißt, die Intermarkets geben jetzt hier keinen spezifischen Vorteil für eine Richtung oder keine spezifische Empfehlung für eine Richtung, sondern die zeigen seitwärts. Das heißt, da gibt es keine Signifikanz. Von den Zinsmärkten kam jetzt kein Impuls, kein neuer, kein spezifischer Impuls. Insgesamt muss man aber natürlich sagen, gab es von den Zinsen her natürlich in den letzten Wochen extrem starke Impulse für steigende Notierungen. Weshalb man auch langfristig und die langfristige Perspektive und die kurzfristige Perspektive schon auch auseinanderhalten muss. Wir werden uns hier heute eher mit einem kurzfristigen Szenario befassen. Ich will, bevor wir darauf eingehen, aber auch noch ganz klar betonen, dass langfristig natürlich wir eigentlich tatsächlich die Basis geschaffen haben für einen sehr, sehr großen Aufschwung. Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal einen Rücksetzer bekommen werden in den Aktienmärkten, dann wird das wahrscheinlich eine ganz, ganz tolle Kaufgelegenheit geben. Möglicherweise haben wir die beste Kaufgelegenheit schon hinter uns. Wir sehen das am COT-Report, der zeigt an, dass die Asset Manager hier, das ist das obere Indikatorenfeld, da sehen wir, die Asset Manager haben zuletzt hier verkauft. Die sind noch nicht ganz so weit unten, wie sie schon in der Vergangenheit gewesen sind. Das heißt, da kann durchaus noch ein bisschen was abgeladen werden, kann also nochmal zu einer Schwäche kommen. Und gleichzeitig sehen wir, dass hier die großen institutionellen Adressen, dass die aber jetzt diese Schwäche auch genutzt haben, um zu kaufen, beziehungsweise sogar in steigende Notierung gekauft haben. Das ist also auch langfristig eher bullish und sagt mir, dass wir auf der Korrekturseite, wenn wir jetzt auf ein kurzfristiges Korrekturszenario setzen, dass wir dort ja ein überschaubares Potenzial haben. Ich würde es nach jetzigem Stand auf 15%, vielleicht 20% maximal beziffern, möglicherweise aber auch nur 10%. Das heißt also, die große Chance war aus meiner Sicht da, die hat man entweder genutzt oder auch nicht. In der Vergangenheit gab es bei solchen gravierenden wirtschaftlichen Verwerfungen immer noch eine zweite Welle, eine zweite Abwärtswelle. Im Moment wird halt einfach, oder es wurde sehr, sehr viel eingepreist, was eben auf der Liquidität basiert. Muss man sich einfach nochmal anschauen, wie die Märkte reagiert haben auf die ganzen Wirtschaftsdaten. Wir haben Arbeitslosenquoten bekommen von, keine Ahnung, 14%, teilweise Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und die Märkte sind gestiegen danach.
Viele verstehen das dann nicht und sagen, warum, das ist doch völlig unlogisch. Das ist schon logisch, weil die Märkte ganz einfach in diesen Situationen das Szenario spielen, dass die Notenbanken und die Regierungen mit Zinssenkungen, mit Anleihenkaufprogrammen und von Regierungsseite mit Konjunkturpaketen stützen bis zum Abwinken. Und das ist natürlich ein Faktor, der langfristig die Märkte nach oben drücken kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die Bewertung von Aktien oder von Unternehmen im Moment ganz, ganz schwierig ist. Jeder kriegt das mit. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man in so einer Situation machen sollte. Wenn man jetzt auf Kennziffern schaut, KGV und dergleichen, aus meiner Sicht ist das unsinnig, weil die sich ja auf die, ja, auf die Werte beziehen, die man noch vor dieser Krise hatte. Das kann kein Unternehmen jetzt einschätzen, wie hart diese Krise trifft. Aber alles, was man so mitbekommt, da ist das schon sehr, sehr heftig. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir jetzt nach dieser liquiditätsgetriebenen Erholungsbewegung, dass wir da dann in Kürze wahrscheinlich nochmal einen kräftigen Schub nach unten sehen werden, einen Rücksetzer. Und mal gucken, ob wir das hier gleich anzeigen können. Ansonsten mache ich es im anderen Chart. Dafür spricht vor allem, wir machen es mal hier, dafür spricht vor allem, dass wir jetzt mit dem S&P auf ein Niveau gekommen sind, auf dem der zweite Abwärtsimpuls gestartet ist. Wir haben hier diese sehr, sehr starke Abwärtswelle gehabt. Das war so im März. Und diese ganze Region 2950 bis 3060, 3070, da ist der Markt, da gab es eine zweite dynamische Abwärtswelle. Da wurde sehr, sehr brutal abverkauft. Das kann man, wenn man ein bisschen auf den Wochenchart geht, kann man das ein bisschen besser sehen. Das war hier die Region. Und oftmals ist es so, dass diese Verkaufswellen ja auch speziell davon ausgelöst wurden, dass große institutionelle Adressen dort verkauft haben. Und man kann davon ausgehen, dass wir da dann auch nochmal einen Angebotsüberhang sehen werden. Das Open Interest, die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte ist auch vergleichsweise hoch. Das zeigt grundsätzlich immer eine Korrekturanfälligkeit an. Man muss das dann nochmal spezifisch auseinanderklabustern, wer hat denn dieses hohe Open Interest verursacht. Aber insgesamt verhält es sich so von den Vorfiltern, dass wir eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit haben für steigende oder fallende Kurse von der Saisonalität her. Intermarkets zeigen so eine Zwischenkonsolidierung an. Da soll es mittelfristig weiter nach oben gehen, kurzfristig korrigieren, aber eben in einem überschaubaren Maß. Überschaubar heißt wahrscheinlich so 10% erstes Potenzial. Und hier dieses Niveau, auf dem dieser Impuls gestartet ist, das ist eben auch nochmal so ein Faktor, der mich hier kurzfristig nach Short-Einstiegen suchen lässt, aber langfristig nach wie vor bullish sein lässt für den Markt. Bedeutet also, fürs kurzfristige Szenario haben wir hier Chancen für die Short-Seite. Und langfristig glaube ich jedenfalls, dass wir bei der nächsten Abwärtswelle gut beraten sind, wenn wir dann, wenn es mal einen nennenswerten Rücksetzer gegeben hat, wieder nach Einstiegen suchen, weil diese Liquidität, die da ist, natürlich einfach ganz, ganz brutal die Märkte unterstützen kann. Aber es haben sehr viele, das wird vielleicht der ein oder andere in seinem Bekanntenkreis auch miterlebt haben, es haben sehr viele Leute jetzt auch gekauft, die blutige Anfänger sind, die liegen jetzt im Moment auch alle vorne. Wenn da mal eine Welle startet und mal Marken getriggert werden, und die wird uns der Stefan gleich dann sagen, welche Marken das sind, die aus seiner Sicht getriggert werden müssen. Wenn die dann mal in Schieflage geraten, wissen die nicht, wie sie agieren sollen. Und dann kann nochmal so eine Panikwelle kommen. Die kommt meistens dann, wenn man schon gar nicht mehr dran glaubt. Aber man sollte sich da halt einfach bewusst machen, wer da gekauft hat. Das sind schon sehr, sehr viele Retailer. Und die sind zu unerfahren, als dass sie mit solchen Situationen gut umgehen könnten. Von daher glaube ich, man muss mutig sein, wenn man jetzt auf die Short-Seite kurzfristig setzt. Man muss vielleicht auch ein bisschen geduldig sein, aber wenn da nochmal ein Impuls einsetzt, dann kann es doch nochmal deutlich niedrigere Notierungen geben. Und welcher Impuls das sein müsste, das wird uns der Stefan jetzt sagen. Ja, genau. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Und ich beginne zunächst, wie immer eigentlich, mit einer langfristigen Betrachtung. Das liegt daran, dass ich daraus versuche, übergeordnete Trends oder Signale zu erkennen,
zu erkennen oder eben auf der anderen Seite auch gewisse Dinge zu erklären, wie sie in der Vergangenheit aufgetreten sind, damit man das aktuelle Geschehen etwas besser verstehen kann. Und was man in diesem langfristigen Chart sehr gut sehen kann, wir hatten eine Rallye in den 90er Jahren nach oben, dann ist die Dotcom-Blase im Jahr 2000 geplatzt und dann hatten wir einen Bärenmarkt, der bis 2000 oder bis Ende 2002 beziehungsweise sogar bis 2003 angehalten hat. Und dann haben wir die zweite Rallye, die eben daraufhin erfolgt ist, dann ist die Finanzkrise zum Tragen gekommen und da hatten wir dann einen Bärenmarkt, der zumindest über ein ganzes oder etwas mehr als ein ganzes Jahr anhielt. Und momentan haben wir eben diese Corona-Pandemie mit allen gesundheitlichen und vor allem wirtschaftlichen Folgen, was für den Aktienmarkt interessant ist. Und da haben wir eine Korrekturbewegung von gerade mal 6 Wochen gehabt oder 4 Wochen, je nachdem, wie genau das man es eben nimmt. Und jetzt haben wir eine technische Gegenreaktion. Und viele gehen jetzt schon davon aus, das ist alles zu Ende. Pandemie interessiert niemand mehr. Es sind jetzt, wird in Kürze neue Impfstoffe geben und das passt alles soweit. Und insofern sind die Kurse auch zuletzt sehr deutlich nach oben angestiegen. Die Erwartungshaltung ist sehr optimistisch, während rein von den Stimmungsumfragen zumindest in der letzten Woche etwas Pessimismus drin war, der sich jetzt mit der Aufwärtsbewegung, die wir in dieser Woche haben, natürlich etwas aufgelöst hat. Das heißt, das Bullenlager hat sich etwas mehr gefüllt. Es kann natürlich sein, dass wir tatsächlich noch etwas weiter nach oben gehen können. Das dürfte dann aber eine technische Übertreibung sein. Und da wird es dann eben interessant, weil dann bei so einer Übertreibungsphase natürlich eine entsprechende Korrektur folgen wird. Und wenn man da auf die passenden Signale achtet, dann kann man sich natürlich darauf vorbereiten und entsprechend gut positionieren. Wie gesagt, momentan haben wir diese Erholungsbewegung drin. Dass das insgesamt schon etwas optimistisch ist, lässt sich auch daran erkennen, dass der eine oder andere in Anführungszeichen Börsenprofi da schon von neuen Allzeithochs spricht und da auch schon sehr deutlich höhere Kursziele in den Mund nimmt. Ob das jetzt Dow Jones, S&P oder auch DAX ist, ist eigentlich egal. Insgesamt ist eine hohe Korrelation zwischen den einzelnen Aktienindizes vorhanden, sodass das dann auch von den Signalen in gewissem Maße übertragbar ist. Also wie gesagt, das ist aus dieser langfristigen Ebene, das hier ist ein Monatschart, das ist ein Balken hier, ist ein Handelsmonat, deswegen reicht er auch bis in die 80er Jahre zurück, einfach, dass man mal sieht, wo kommen wir her. Da eben auf der einen Seite die Erkenntnis, dass Bärenmärkte nach entsprechenden Hochpunkten dann in der Regel dann sich über viele Monate ziehen und nicht innerhalb kürzester Zeit wieder sich wieder auflösen. Und auf der anderen Seite sieht man eben, dass gewisse längerfristige Trends über Jahre, wenn wir hier beispielsweise seit Mitte der 90er Jahre diesen Trend nehmen, der nach oben geht, der ist dann mit dem Platzen der Dotcom-Blase zu Ende gegangen. Dann haben wir eben diese Aufwärtstendenz seit 2003, die 2007 dann mit der Finanzkrise ebenfalls zu Ende ging. Und jetzt haben wir seit 2009 einen sehr, sehr langen Aufwärtstrend, der sich auch technisch als Trendkanal darstellen lässt. Diesen haben wir jetzt mit dem Einbruch im März auch nach unten verlassen, sodass sich eben da auch auf dieser Zeitebene eine entsprechende Trendwende abzeichnet, die dann eben zumindest den Bärenmarkt in den kommenden Wochen und Monaten dann ebenfalls in Aussicht stellt. Deswegen, wie gesagt, der Bärenmarkt über die nächsten Monate ist so die Erkenntnis, was ich eben aus dieser monatlichen Ebene ziehen kann. Und jetzt schauen wir uns für die Details dann nochmal die unteren Ebenen an. Im Wochenchart gibt es da nicht wirklich viel zu erkennen. Da haben wir zwar so ein bisschen einen Aufwärtstrendkanal drin, der unterscheidet sich allerdings dann eben auch, welche Skalierung, das ich hier verwende, ist es eine logarithmische oder eine lineare? Deswegen auf diesen Aufwärtstrend selbst würde ich da jetzt nicht so viel geben.
Vom Prinzip her ist es so, wann endet ein Trend oder wie definiere ich einen Trend? Da habe ich schon das eine oder andere Mal darauf hingewiesen. Das ist wichtig, wenn man es programmieren möchte, um es eben überprüfen zu können. Und da ist die Definition relativ einfach. Ein steigender Trend setzt sich durch steigende Tiefpunkte zusammen und ist eben so lange intakt, bis diese Tiefpunkte dann oder das letzte markante Tief dann entsprechend unterschritten wird. Und ein fallender Trend ist entsprechend durch fallende Hochpunkte oder setzt sich durch fallende Hochpunkte zusammen. Und wenn dieses letzte markante Zwischenhoch überwunden wird, dann habe ich einen Trendwechsel von einem Abwärts- in einen Aufwärtstrend. Und was wir hier jetzt eben haben, wir haben das letzte markante Zwischentief vom Jahreswechsel 2019 mit der Korrektur im März unterschritten. Das ist ein Anzeichen für einen Trendwechsel. Dieses Signal kann jetzt nur noch damit aufgehoben werden, wenn der Kurs das letzte Hoch überwindet. Und dann wäre sozusagen dieses Verkaufssignal, dieses Trendwendesignal dann wieder aufgehoben. Das ist allerdings, das sieht alles sehr schön aus im Wochenchart. Wie gesagt, da ist ein Balken der Handelswoche. Da ist dann der Zeitraum dann doch etwas länger und womit das momentan etwas schwieriger wird, ich habe es auf der einen Seite ja schon erklärt, im langfristigen Chart deutet vieles auf eine Fortsetzung des Bärenmarktes hin und in den weiteren tieferen Zeitebenen schaue ich mir da jetzt noch weitere Details an, wie eben die kurzfristige Bewegung zu erwarten wäre oder ob es tatsächlich zu so einer Auflösung des momentanen Trendwechselsignals kommt, das wir eben hier hatten. Das ist Prinzip ist dieses Signal für den Trendwechsel, deutet eben ein Ende des seit 2009 bestehenden Aufwärtstrends an. Und das, was wir momentan hier sehen, das ist nichts anderes wie eine technische Erholung, die dann aber auch irgendwann zum Ende kommen sollte. Und dann dürfte da eben eine weitere Korrekturwelle folgen. Jetzt haben wir in dieser Woche allerdings einen sehr dynamischen Anstieg. Da ist durchaus Kraft drin. Können wir beobachten. René hat es auch schon erwähnt. Es sind die, wie es André Cossolani mal genannt hat, die zittrigen Hände, die da eingestiegen sind. Es sind sehr viele Kleinanleger, sehr viele, die neu am Markt sind, die sich nicht wirklich mit Geldanlagen auskennen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn mich Bekannte ansprechen und das machen die immer noch, ob denn jetzt nicht ein interessanter Einstiegszeitpunkt da wäre. Interessanterweise haben sie das allerdings auch schon vor 3, 4 Wochen gemacht. Da war es noch etwas anders, aber mittlerweile ist es so, dass man gar nicht mehr auf meine Antwort wartet oder die hören möchte. Das ist eher so eine rhetorische Frage und man erwartet eigentlich nur noch eine Bestätigung von mir. Und deswegen wird diese Frage, haben wir denn aktuell noch Einstiegskurse, kann ich noch rein? Die wird dann gleich mehrfach hintereinander gestellt und da erwartet man einfach nur noch, dass ich dann sage, ja, klar, rein am besten mit allem und die Kurse steigen endlos und so in etwa. Und das ist für mich eigentlich ein Warnzeichen dafür, dass am Markt etwas passiert, was nicht optimal läuft. Denn wenn genau dieses Klientel einsteigt, das in den meisten Fällen vorher auch noch nie eine Aktie gehandelt hat, also wirklich komplett unerfahren ist, dann ist es eine Endphase von der Bewegung und da ist einfach dieser Wunsch, da einzusteigen, ist rein giergetrieben, ohne dass man da irgendwie auf Risiken achtet oder sich überhaupt mit dem Markt befasst. Und wie gesagt, das zeigt für mich dann, dass wir da in der Endphase von der Bewegung sind. Und deswegen rechne ich auch damit, dass diese sehr steile Erholungstendenz, die wir seit Mitte März haben, sich allmählich dem Ende neigt. Hier im Tageschart sieht man jetzt noch nicht so viele Details aufgrund der durchaus sehr heftigen Schwankungen. Man kann zwar aus der Vergangenheit noch die eine oder andere Unterstützung herleiten, allerdings verwende ich in den letzten Wochen immer mehr Stundencharts. Da lassen sich einfach viel mehr Details erkennen, die eben auch Unterstützung und Widerstände hergeben und so, dass ich daraus ein Trading-Setup etwas besser bauen kann. Und was wir hier sehen, wir hatten in dieser Woche hier auch eine Kurslücke nach oben. Die sollte normalerweise einigermaßen zeitnah wieder geschlossen werden. Wir haben auf dem Weg nach unten weitere Kurslücken, die
zuletzt in den letzten Wochen entstanden sind und die ebenfalls dann in absehbarer Zeit mal wieder geschlossen werden sollten. Das heißt, da würde nichts gegen eine Abwärtsbewegung sprechen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind wir momentan im Aufwärtstrend. Wir haben hier auch noch per Definition eben diese steigenden Tiefpunkte. Das heißt, der Aufwärtstrend ist momentan noch intakt und ich hätte frühestens bei einem Unterschreiten dieses letzten markanten Tiefs bei ja irgendwo 2780, 2770 und dann ein kleiner Sicherheitsbeiwert mit rein. Das heißt, ich würde irgendwo bei 2760 ungefähr, wäre es dann interessant, da reinzugehen. Jetzt aus dieser Betrachtungsweise, ich komme gleich noch etwas mehr ins Detail rein, aber wenn dieses letzte Zwischentief hier unterschritten wird, dann habe ich auf jeden Fall ein Signal für einen vorhandenen Trendwechsel, für ein Ende der Erholungsbewegung und eben dann für eine weitere Abwärtstendenz. Nach oben hin haben wir momentan so kurz vor der 3000-Punkte-Marke durch entsprechende Punkte oder Markierungen im Kursverlauf vom März mit drin. Da ist auch eine klare Widerstandszone um die Region um 3000 Punkte. Das ist zudem noch eine runde Zahl. Das bedeutet, da nach oben drüber zu steigen, dürfte erstmal schwer fallen. Wenn wir tatsächlich da nachhaltig drüber ansteigen würden, und nachhaltig bedeutet für mich nicht, dass wir auf 3010 Punkte ansteigen, sondern da sollte man schon irgendwo 3050, 60 erreichen oder aber auf Tagesschlusskursbasis oder aber noch besser auf Wochenschlusskursbasis über der Marke von 3000 Punkten schließen, dann wäre das Signal für mich nachhaltig und dann gehe ich davon aus, dass da noch weiterer Druck nach oben reinkommt, da ja, wie gesagt, der aufwärts gerichtete Trend momentan noch intakt ist. Und deswegen würde ich auch in diesen momentan noch vorhandenen Trend noch keine Short-Position aufbauen, wenngleich ich natürlich erwarte, dass wir da noch eine weitere Korrekturwelle sehen werden, wie auch René schon von den Vorfiltern angezeigt hat, sondern ich würde einfach warten, bis ich ein erstes bestätigendes Signal habe. Und das wäre, wenn ich das erste erkennbare Zwischentief unterschreiten würde. Und wie gesagt, jetzt im Stundenchart lässt sich hier noch so ein kleines Zwischentief hier erkennen. Das liegt so bei 2920 Punkten ungefähr. Und ab da beginnt auch eine Kurslücke, die ich vorhin schon gezeigt habe, die eigentlich relativ rasch geschlossen werden sollte. Bedeutet, ich würde eine Short-Position oder den ersten Teil einer Short-Position bei einem Unterschreiten von 2900 Punkten eröffnen. Denn da gehe ich erstmal davon aus, wie gesagt, dass diese Kurslücke hier geschlossen wird. Und wenn wir dann weiter runterkommen sollten und dann tatsächlich noch nachhaltig eben unter diesem Bereich zwischen 2800 und 2760 rutschen, dann wäre auch diese übergeordnete Trendbewegung zu Ende, dann hätte ich ein Signal dafür, dass eben der Aufwärtstrend zu Ende ist und dass jetzt wieder eine Etappe fallender Kurse sich anschließen sollte. Dann kann ich diese Position nochmal zusätzlich ausbauen und wäre dann sehr schön positioniert für eine tatsächliche Korrekturtendenz. Für die Absicherung, das wäre momentan eben interessant, wenn ich hier den Stop bei rund 2900 legen würde, dann den Ausstieg, ich habe schon erwähnt, nachhaltig nach oben, muss auch die Absicherung dann platziert werden. Bei 3050 Punkten würde ich die mal in den Markt legen und dann bei weiter fallenden Kursen entsprechend der Zwischenhochpunkte eben immer knapp darüber dann weiter nachziehen. Und mit der Strategie ist man trendfolgend immer in ausgeprägten Trends investiert. Man steigt nicht zu früh aus. Das ist ja ein Fehler, was gerade Anfänger immer haben. Wenn eine Position im Gewinn läuft, dann reizt es natürlich, diesen Gewinn schnell mitzunehmen, denn das hat man ja. Und vor allem, wenn man vorher halt jedes Mal bei ein paar Trades die Gewinne wieder abgegeben hat und dann letztendlich mehr oder weniger mit etwas Glück zum Einstiegsniveau rausgeflogen ist. Und dann reizt natürlich so ein entstandener Gewinn schon, dass man da rausgeht. Und dann nimmt man eben zu kleine Gewinne mit. Man nimmt nicht am Trend teil und diese kleinen Gewinne, die werden dann relativ schnell wieder durch Verluste aufgefressen, die natürlich bei jedem irgendwo entstehen. Die entstehen auch bei uns. Wir versuchen eben nur, diese Verluste im Rahmen zu behalten.
sodass langfristig die Gewinne eben größer als die Verluste sind. Deswegen der Hinweis, wie gesagt, die Stoppkurse über die letzten markanten Zwischenhochs anpassen mit einem kleinen Sicherheitspuffer nach oben hin und dann ist man immer in einem starken Trend relativ lange investiert. Man wird natürlich dabei nie das Tief erreichen. Wenn ich mir hier beispielsweise mal den Trendwechsel anschaue, wir haben hier das letzte markante Zwischentief gehabt. Das hatten wir dann Ende Februar unterschritten und spätestens da sind wir dann in einem Abwärtstrend drin. Das letzte Zwischenhoch war hier oben und das wäre dann entsprechend weiter angehoben worden, je nachdem, wie genau das man es eben nimmt. Und spätestens hier Mitte März wäre dann dieses Zwischenhoch überschritten worden und seitdem sind wir eben in einer aufwärtsgerichteten Bewegung drin. Und ich kann bei dieser Strategie nicht immer die absoluten Tiefs oder Hochs abgreifen. Das ist mir aber auch gar nicht wichtig, sondern ich möchte einfach in den trendstarken Phasen, möchte ich drin sein, da möchte ich Geld verdienen und deswegen bin ich auch bereit, da ein paar Punkte herzuschenken, wenn sich der Kurs eben vom letzten Hoch oder Tief wieder entfernt und ich dann eben erst wieder aussteige, wenn der passende Trendwechsel vorhanden ist oder ich dann sogar meine Position dann entsprechend drehe. Das heißt, wie gesagt, hier zur Begrenzung des Risikos die Stoppkurse entsprechend anpassen. Anfangen würden wir mit einem Stoppkurs bei 3050 Punkten und nach unten hin haben wir zunächst die Ziele irgendwo im Bereich 2750 bis 2800. Das habe ich hier schon erwähnt in dieser Zone. Da ist nochmal eine Unterstützung drin. Und wenn wir die unterschreiten, wie gesagt, man kann es dann positiv pyramidisieren. Das heißt, man baut die Short-Position etwas weiter aus oder aber man zieht dann eben bei einem Durchbruch den Stoppkurs über das letzte Zwischenhoch weiter nach. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas dann handelt. Und dann auf dem weiteren Weg, da sind wir auch relativ schnell im Bereich um 2650. Diese Punkte ergeben sich eben auch aus der Bewegung der letzten Wochen. Dann haben wir irgendwo die 2550, was eben auch mal markiert worden ist, 2560. Ich bin jetzt wirklich seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und das ist werden jetzt bald 30 Jahre eigentlich schon und mir ist es noch nie gelungen, Stoppkurse, Einstiegsmarken, Zielkurse bis auf die 23. Nachkommastelle zu berechnen, wie das so der eine oder andere nennen wir es mal Börsenguru-Preis gibt. Das hat bei mir noch nie funktioniert, sondern das sind für mich immer Regionen, wo der Kurs das dann bestätigt. Der läuft da auch mal ein paar Punkte drüber oder drunter. Und deswegen spreche ich hier auch von Regionen und versuche dann meine Bedingungen entsprechend so zu positionieren, dass wenn diese Region wirklich dann nachhaltig verletzt worden ist, dass ich dann entsprechend handle. Das heißt, in dem Fall, wie gesagt, die Widerstandszone ist bei 3000 ungefähr. Der Stoppkurs ist eben drüber über 3000, bei 3050. Damit wäre ich über dieser Widerstandsregion, die sich bis rund 3000 Punkte erschließt. Und nach unten hin ist es eben auch so, sehen Sie hier, ich habe keine Linien, sondern ich habe im Prinzip kleine Trendkanäle. Das sind so die Zonen, die ich als Unterstützungszone betrachte. Wie gesagt, hier im Bereich 2440, 50, 60 so ungefähr, je nachdem, ob man dann die absoluten Tiefpunkte aus der Vergangenheit nimmt. Ich versuche immer, die Regionen zu wählen, die wirklich mehrfach bestätigt worden sind. Und dann im weiteren Verlauf natürlich so die 2300, 350 hier, vielleicht nochmal so eine kleine Zone, dann die 3000 und letztendlich natürlich das Tief vom März bei rund 2200 Punkten. Das wäre so das Korrekturszenario, was ich für möglich halte. Interessant wird es zunächst bei der, ich mache mal ganz viele Linien weg, sonst kann man gar nichts mehr erkennen. Interessant für mich ist diese Zone mit diesem kleinen Zwischentief von Anfang April, die hier eben auch im März nochmal bestätigt worden ist. Das sind wir, wie gesagt, 2450 bis 2460 Punkte. Wenn
wir bis dahin fallen. Da muss man natürlich gucken, wie viel Dynamik ist da noch drin. Geht es tatsächlich weiter nach unten oder habe ich da schon erste Signale, dass wir vielleicht wieder nach oben steigen könnten? Deswegen würde ich in dem Bereich dann nochmal besonderes Augenmerk auf den Trade richten. Und wenn es denn wirklich nach unten gehen würde und wir tatsächlich dann nochmal bis zum Tief vom März fallen sollten bei rund 2200, auch da ist es eben so, dann nochmal genau schauen. Kommt vielleicht eine entsprechende Gegenbewegung oder ist die Angst vor von einem weiteren Einbruch dann wirklich so groß, dass wir da nochmal deutlich nach unten fallen? Von der fundamentalen Seite wäre es so, dass wir dann unter 2450, 60 Punkten dann in eine aus meiner Sicht fundamental günstige Zone fallen würden. Das heißt, auch wenn wir unter die 2200 fallen würden, dann wird es fundamental noch günstiger. Dann lohnt sich es auf jeden Fall, langfristige Long-Positionen aufzubauen, denn ich weiß ja, dass sich die Aktien wirklich zu einem sehr günstigen Niveau dann einbuchen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Technik zeigt aus verschiedenen Szenarien, aus verschiedenen Zeitebenen nach unten. Jetzt gilt es bloß, ein entsprechendes Einstiegssignal, einen Trigger sozusagen abzuwarten. Wenn der erreicht ist, erst dann bietet sich der Aufbau von der Short-Position an. In dem Fall, wie gesagt, die 2900. Die Absicherung zunächst bei 3050 und dann mit den letzten Zwischenhochs weiter nachziehen und nach unten hin diverse Ziele bis hin zu 2640 und dann eben schauen, ob da noch Dynamik drin ist. Ansonsten 2200. Und mit diesem Trading Setup würde ich jetzt an den Holger übergeben. Der kann Ihnen dann nochmal zeigen, wie man die passenden Produkte dazu finden kann. Ja, vielen Dank von Stefan. Das ist nämlich Gerne. die große Kunst. Die große Kunst ist jetzt, wie kann man das finden? Ja, das richtige Produkt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich meinen Bildschirm übertragen bekomme. Ganz kurz. Ich sehe nämlich noch den vom Stefan. Jetzt ist hier. Genau, bei mir wird auch noch der vom Stefan angezeigt. Genau, du Du hast trägst deine aber gerade Webcam deine an, Holger. Kamera, genau. Deine Webcam hast du Ah, gerade angemacht. okay. Die wollte ich natürlich nicht. Ich muss mal schauen, wie kann ich denn jetzt Also den wenn du Bildschirm. bei Übertragung, wenn du das siehst, dann dein Ja. Bedienpanel-Übertragung, da gibt es rechts Moderator ändern. Da musst du draufklicken. Ah, da zum darf ich Genau. auswählen. Genau. Da musst du dich Genau. als Moderator nennen und dann wird dir angezeigt, welchen Bildschirm du Da übertragen werde ich möchtest. nämlich nicht angezeigt. Das ist das Problem. Könnt ihr mich vielleicht zum Moderator in dem Falle Ich mach's ernennen? gerade. Ja, danke. Jetzt müsste Jetzt es bei dir aufgeploppt funktioniert's. sein. Ah, perfekt, super. Genau, fantastisch. Also, Entschuldigung für die kurzen technischen Schwierigkeiten. So, um richtige Produkte zu finden und ja. Vielen Dank, Stefan, für die Trading-Idee, die er uns präsentiert hat. Gibt es nun verschiedene Möglichkeiten und zum einen haben wir natürlich eine Produktsuche, in der man das nachbilden kann. Das finden Sie auf unserer Webseite sg-zertifikate.de. Auf diese Produktsuche kommen wir später zu sprechen. Wer es vielleicht kennt aus der Vergangenheit, wir nutzen auch gerne Match My Trade, um so eine Idee in Produkte umzusetzen. Und ich starte gerade die Plattform dazu. Und wie Sie hier sehen können, kann man hier zunächst den Basiswert ändern. Und die Trading-Idee, die uns vorgestellt wurde, war der S&P. S&P, den können wir hier dann auswählen. Das Kursziel, wenn ich das so richtig gesehen habe im Chart, waren so um die 2460, 2450. Ja, dann nehmen wir mal die 2450. Und wir hatten ja gesagt, dass das, ja, wir haben aber erstmal, Sekunde, wir setzen auf fallende Kurse, die 2460. Und Zieldatum, wir haben ja gesagt, relativ kurzer Trade, auch von dem, was man sehen konnte, war das so ja, Ende Juni, Anfang Juli. Das würde ich dann auch mal in dem Zuge hier eingeben.
Das wäre dann hier Ende Juni und dann verziehen wir den Zeitkorridor ein bisschen höher. So, jetzt kann man einen Stop-Loss eingeben. Wir hatten gesagt, bei den 3050 circa wäre so das Stop-Loss, das wir setzen. Das ist im Endeffekt nur, um sozusagen die Produktsuche einzugrenzen. Und dann werden Sie sehen, dass wir hier verschiedene Produkte angezeigt bekommen. Das heißt, um diese Idee umzusetzen, dabei ist natürlich zu vermerken, dass dieser Stop-Buy, den der Stefan erwähnt hat, bei 2900 Punkten, also der Trigger des Kaufes, hierbei nicht abgebildet wird. Ja. Das heißt, hier werden die verschiedenen Produkte nun angeboten, mit denen man arbeiten kann. Hier haben wir ein Endlos-Turbo-Short oder zwei Stück verschiedene Put-Optionsscheine und insoweit kann man sich sein Produkt aussuchen, um entsprechend diese Idee umzusetzen. Und Sie sehen auch, diese Produkte ja, sind natürlich anders ausgestaltet mit anderen Risikoparametern und mit anderen Preisen und natürlich auch mit Gefahren. Und wie gesagt, das Ganze ist keine Empfehlung, sondern gilt nur als Darstellung, wie so etwas, wie so ein Produkt funktioniert. Und wenn Sie dann sozusagen eins dieser Produkte sich genauer anschauen wollen, dann können Sie das dann sozusagen über die Lupe machen. Zur Veranschaulichung nehme ich jetzt mal das zweite Produkt. Man kommt dann direkt wieder auf die Webseite zurück und sieht dann auch die Ausgestaltung des Produktes mit all seinen Faktoren. Das heißt erstmal, wo handelt dieses Produkt? Sie sehen, man sieht auch gleich heute -27%. Hier geht es darum, dass es um Produkte handelt, die ja, sehr stark schwanken, vor allem ja, in diesen Märkten, heute steigenden Märkten. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wir sehen hier eine Knockout-Barriere bei 3086, das ist leicht über den 3050, die gesagt wurde. Da muss man sicherstellen bzw. sich im Klaren sein, dass ab diesem Moment, wenn diese Barriere erreicht wird, es zu einem Totalverlust kommt. Das heißt, das Geld ist weg und insoweit immer darauf achten, wie, ja, bzw. welches Risiko hat das Produkt, bzw. dass das Geld auch verloren sein kann. So viel dazu, wie man von Match My Trade auf verschiedene Produktarten und Produkttypen kommt. Und ich würde dann wieder die Moderation zurückgeben. Genau, wir machen weiter mit dem nächsten Basiswert und da die Zeit rennt, versuche ich mich außergewöhnlich kurz zu fassen, ohne dabei wichtige Eckpunkte zu außen vor zu lassen. Wir schauen uns auch hier zunächst einmal die Saisonalität an von BTI. Crude Oil war ja zwischenzeitlich mal in Richtung Null unterwegs. Im Mai-Kontrakt waren wir sogar unter Null. Wir waren im jetzt gehandelten Kontrakt oder jetzigen Frontmonat waren wir im Tief bei 6,80 Dollar, glaube ich, 6,70 Dollar, so um den Dreh herum. Und jetzt sind wir schon wieder bei 33. Das ist ganz ordentlich, hat sich gut erholt. Und auch hier natürlich die Frage, wie geht es weiter? Erster Faktor Saisonalität sehen wir hier. So die Zeit Juni, Juli, das ist eigentlich so der Zeitpunkt, zu dem der Markt seinen saisonalen Zenit erreicht. Das liegt an fundamentalen Faktoren. Erstes Halbjahr kann man, wenn man es ganz, ganz grob unterteilen möchte, erstes Halbjahr steigen die Notierungen bei WTI im langfristigen Durchschnitt, im zweiten Halbjahr fallen sie. Dass natürlich in diesem Jahr es eine völlige Anomalie gegeben hat und der Markt eben ab Ende Februar nicht gestiegen, sondern brutal gefallen ist, ist auch klar. Wenn man Saisonalitäten anwendet, darf man aus meiner Sicht nicht so rangehen, dass man sagt, okay, dann muss das ja so und so laufen, sondern man muss verstehen, da stecken Prozesse dahinter. Das sind zum Beispiel natürlich dann unter anderem das Befüllen der Lagerbestände in den entsprechenden Monaten. Da stecken Effekte dahinter, die mit dem Verbrauch zu tun haben. Es gibt die Driving Season, wodurch dann natürlich mehr Benzin nachgefragt wird. Die Leute verreisen im Sommer mehr. Aber all diese Faktoren sind ja ausgehebelt gewesen, beziehungsweise sogar negiert gewesen. Deshalb hat sich der Markt auch antisaisonal verhalten, weil die Gründe, die diesen Anstieg typischerweise verursachen, die sind nicht da. Und da muss man jetzt auch aufpassen. Deshalb sollte man dieses saisonale Szenario, das ist nochmal korrigiert, sollte man zwar auf der einen Seite
oder kann man aus meiner Sicht handeln. Aber man sollte dem mit der Positionsgröße entgegenwirken, sprich also eine kleine Positionsgröße handeln, vielleicht die Hälfte oder ein Drittel von dem, was man normalerweise handelt. Denn das hat sich ja jetzt in diesem Jahr alles verschoben. Es gab 2 Monate lang diesen Lockdown. Und wenn das jetzt alles wieder hochgefahren wird, dann kann sich dieser ganze Effekt nach hinten verlagern. Bedeutet also, Regelmäßigkeit handeln ja, aber mit moderater Positionsgröße. Die Gefahr, dass es einen Ausreißer gibt und dass es sich antisaisonal verhält, ist in diesem Jahr einfach erhöht. Das bedeutet einfach nur, mit einer moderateren Positionsgröße zu agieren. Zweiter Faktor, der Chart selbst beziehungsweise das Open Interest. Wir haben morgen den First Notice Day für den Juni. Liefermonat. Um diese First Notice Days herum gibt es oftmals Wendemanöver im Markt. Heißt also, ich persönlich suche jetzt an diesen Tagen nach Umkehrmustern, ob die kommen. Die müssen nicht kommen, aber die können kommen. Und hier haben wir auch wieder das Niveau, auf dem dieser zweite starke Impuls, es gab ja diesen ersten Impuls, als sich da Saudi-Arabien und Russland gestritten haben. Und dann gab es diesen zweiten brutalen Impuls, der dann hier in diesem brutalen Sell-off mündete. Und hier sind wir jetzt auf dem Ausgangsniveau dieses zweiten Impulses. Deshalb wird das interessant. Und wie gesagt, vom zeitlichen her, morgen First Notice Day. Das heißt, das ist der Beginn der Lieferperiode für diejenigen, die das geliefert bekommen, kein Problem. Aber für alle Spekulanten bedeutet das, sie müssen im Vorfeld raus. Und das führt typischerweise zu solchen V-förmigen Bewegungen. Im Vorfeld des First Notice Days geht es in eine Richtung und direkt danach entweder seitwärts oder kontert diese Bewegung. Da es zuletzt raufging, ist die Chance im kurzfristigen Zeitfenster jetzt durchaus gegeben, dass es nach unten reagiert. Und letzter Faktor, den wir uns hier anschauen wollen, sind die COT-Daten. Da sehen wir, dass das Open Interest ja, sich schon wieder ein bisschen zurückgebildet hat. Wer hat zuletzt gekauft, als der Preis nach oben gegangen ist, hier wieder bei dieser Erholungsbewegung? Das waren die Money Manager, das war also institutionelles Geld. Wir haben gesehen, dass die Produzenten verkauft haben. Wenn Produzenten verkaufen, bedeutet es einfach, sie schreiben Preise fest. Sie verkaufen Kontrakte. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass der Markt fällt, aber das bedeutet auf jeden Fall, sie schreiben sich die Margen ein. Sie buchen sich die Margen ein. Und das ist dann oftmals schon natürlich ein Hinweis, dass das ein attraktives Niveau ist, um, wie gesagt, Preise festzuschreiben. Und diese Verkäufe, die dann von den Produzenten kommen, die drücken normalerweise den Preis. Wir sehen das hier im alten COT-Report, das ist dieses obere Indikatorenfeld. Da sind die Large Speculators, das sind die Fonds. Die sind auch vergleichsweise hoch investiert. Das ist jetzt noch nicht der absolute Zenit, aber wenn man das alles zusammennimmt, Money Manager im neuen Report, Large Speculators im alten Report, Open Interest ist noch so ein bisschen im Niemandsland und die Produzenten sind am Verkaufen und zwar in steigende Notierungen hinein und auch schon bei fallenden waren sie am Verkaufen. Das sagt mir, dass hier kurzfristig auf der Short-Seite eine Chance auszumachen ist. Wie gesagt, ich würde es mit, oder ich persönlich mache es mit halber oder mit Viertelpositionsgröße. Das muss aber letztlich jeder für sich entscheiden. Und auch hier gilt es natürlich wieder, nicht einfach blind reinzugehen, sondern das charttechnisch bestätigt zu bekommen. Und wo das dann erfolgen müsste, das wird uns der Stefan verraten. Genau, und auch hier beginne ich zunächst mit einer längerfristigen Betrachtung, wenngleich das natürlich in Anbetracht der heftigen Bewegung, was wir in diesem Jahr hatten, natürlich ein bisschen Blödsinn ist, denn da kann man nicht wirklich was erkennen, was bringen mir die Hochs von vor ein paar Jahren. Bei diesem Einbruch, da lässt sich nicht wirklich viel draus herauslesen. Deswegen gehe ich gleich mal vom Wochenchart in den Tageschart rein. Das sieht zumindest etwas besser aus, allerdings auch nicht wirklich berauschend. Was man eben sehen kann, ist, dass der Ölpreis die eine oder andere Widerstandszone mittlerweile überwunden hat und dass die Dynamik vielleicht nicht mehr ganz so hoch ist, wie sie noch zu Beginn der Erholungsbewegung war. Für richtige Details gehe ich aber auch hier dann in die 60-Minuten-Ebene rein. Da lässt sich einfach deutlich mehr Details erkennen und da lassen sich eben auch die nächsten Unterstützungen und Widerstände besser
ausmachen. Und was man hier auf der einen Seite sehen kann, ist, dass wir auf der Oberseite, das war im Tageschart auch nochmal erkennbar, da haben wir auf der einen Seite hier bei 34 US-Dollar eine Widerstandszone. Wenn der Kurs darüber gehen würde, würde sich ein weiteres trendfolgendes oder aufwärtstrendfolgendes Kaufsignal ergeben. Dann ist davon auszugehen, dass die Erholungsbewegung in eine weitere Runde geht. Auf der anderen Seite haben wir hier auf der Unterseite, das mache ich vielleicht nochmal etwas besser deutlich, indem ich da etwas näher hinzoome. Genau, so kann man etwas mehr erkennen. Da haben wir so bei rund 31 US-Dollar die letzten Zwischentiefs und für mich ist dieses Niveau eben wichtig, wenn wir da drunter schreiten sollten, dann haben wir ein erstes, einen ersten Hinweis dafür, dass diese Erholungsbewegung eben zu Ende geht und wenn dann weitere Tiefs unterschritten werden, da mache ich das Ganze wieder etwas größer, dann kann man es wieder etwas besser erkennen und da sind wir auf der einen Seite hier irgendwo in dem Bereich hier um 27 und wenn wir weitergehen, dann haben wir hier so die 25 und dann natürlich diese Region hier zwischen 24 und 23 US-Dollar. Das sind so die letzten Tiefpunkte, was dann aber auch gleichzeitig die Kursziele sind, beziehungsweise hier auch nochmal sehr markant die Hoch- und Tiefpunkte bei 20 oder gar bei 18 US-Dollar. Und wie gesagt, wenn wir hier nach unten unter die 31 fallen, der erste Hinweis dafür, dass es mit dem Aufwärtstrend zu Ende geht. Spätestens, wenn wir dann unter die 27 fallen, habe ich die Bestätigung dazu und dann sollten eben die Kursziele abgearbeitet werden bis zu dem Punkt, wo man dann eben erkennen kann, jetzt ist die Dynamik raus, wir sind nach unten, haben wir genügend korrigiert, jetzt können es wieder Anzeichen dafür geben, dass es dann nach oben geht. Und wie gesagt, die Kursziele habe ich schon erwähnt. Ich würde jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit das Ganze auch nicht weiter vertiefen. René hat ja schon viel erklärt von der Technik her. Warten wir jetzt noch auf das bestätigende Signal, deswegen vom Trading Setup her den Stop bei 31 US-Dollar, die Absicherung dann bei 34 US-Dollar und dann haben wir als Ziele irgendwo 28, 29, 26, 27. Dann, was ich persönlich für interessant finde, sind die 23 US-Dollar und wenn da eben dann noch genügend Dynamik nach unten drinne wäre, dann kommen wir schon irgendwo in den Bereich 20 bis 18 US-Dollar. Allerdings muss ich da, wie gesagt, vorher nochmal zeigen, bei rund 23 US-Dollar, wie weit das da oder wie viel Druck das da noch drin ist und spätestens da bietet es sich eben an, die Stoppkurse mal etwas enger zu ziehen oder mal einen Teilgewinn mitzunehmen, dass man da einfach Risiko aus dieser Position dann rausnimmt. Gut, und mit diesen Daten verabschiede ich mich von der technischen Analyse von heute und übergebe dann nochmal an den Holger. Ja, super. Dankeschön. Diesmal hat es auch geklappt mit dem Übergeben. In der Zwischenzeit weiß ich auch, wie das geht. Vielen, vielen Dank, Stefan. Dabei ist anzumerken, dass den WTI-Chart, den du zeigst, das ist ja nicht der Future, sondern das ist der sozusagen der generische Future. Oder? Genau. Genau. Genau, der generische Future im Endeffekt, die Kasse, ist das die Kasse in dem Sinne oder ja. Kann man so sagen? Ne? Ja. Das Problem ist hier an der Kasse, ist diese ist nicht direkt handelbar. Das muss man hier unterstreichen. Trotzdem zeige ich Ihnen nun auch über die Produktsuche, wie Sie hier entsprechende Produkte finden können, um Ihre Trading-Idee umzusetzen. Ja, also zunächst einmal, hier sehen Sie unsere Produktsuche-Übersicht. Da können Sie zum einen auf der linken Seite nach Anlagenprodukten suchen, auf der rechten Seite nach Hebelprodukten. Wir fangen aber erst mit dem Basiswert an. Und zwar, wir wollen auf WTI uns ein Produkt aussuchen. Das heißt, wir fangen bei den Basiswerten an und dort geben wir dann direkt WTI ein. Und da sieht man auch gleich, dass hier der Future als Basiswert ist und nicht der Kassapreis in Amsterdam. Warum ist das so? Es wäre relativ schwierig sozusagen für uns als Emittenten das Risiko aus den
ja, Zertifikate, Positionen, die Sie sozusagen kaufen, abzusichern. Wir müssen ja hier wertneutral sein. Wir sind also nicht Ihr Gegner in dieser Position, ganz im Gegenteil, sondern wir machen diese Bewegung bzw. den Trade, den Sie in dem Produkt machen, 1:1 in dem Zertifikat nach, so dass wir keine Risiken aus diesen, ja, aus möglichen Kursbewegungen haben. Nun haben wir uns ein WTI Future ausgesucht. Wir sehen jetzt auf der linken Seite wieder Anlageprodukte, sozusagen alles das, was wir momentan anbieten, um hier in den WTI Future Geld anzulegen, beziehungsweise auf der anderen Seite sehen wir die Hebelprodukte mit Turbo-Optionen, Scheinen, Faktorzertifikaten und klassischen Optionsscheinen. Und das beliebteste Produkt ist der Turbo-Optionsschein. Insoweit kann man hier schon mal den grob aussuchen, sich einen Turbo-Optionsschein. Und die Frage ist natürlich, ich gehe nochmal zurück zu den Turbo-Optionsscheinen. Hier haben wir drei verschiedene Ausgestaltungen, Best und Unlimited sind im Endeffekt ohne Laufzeit, die klassischen mit Laufzeitbegrenzung. Wir schauen uns jetzt mal die Bests an. Ja, also im Endeffekt heißt das, dass die Knockout-Barriere gleich dem Basispreis entspricht und wir suchen auf der Put-Seite nach dem entsprechenden Produkt. Nun können wir dann auch noch hier die Knockout-Barriere definieren. Im Endeffekt, wir haben ja gesagt, Stop. Also im Endeffekt bei 34 würde das sehen, wie gesagt, der Future handelt ein bisschen, handelt anders, beziehungsweise zum anderen Preis als die Kasse. Insoweit gibt es natürlich da Differenzen. Und nun hat man schon eine Übersicht der Produkte, die einem angezeigt wird. Und nun kann man das Ganze dann auch noch filtern. Hier ganz spannend, Sie haben die Möglichkeit, eine Quantofunktion mit einzubauen. Das heißt, suche ich einen Turbo-Optionsschein, der in Euro, US-Dollar 1:1 sich sozusagen abbildet, oder nehme ich das Währungsrisiko bzw. die Währungschance wahr, und schon hat man hier dann die Produkte, die momentan gehandelt werden. Ja. So schnell kommt man auf das Produkt. Wie gesagt, sollten Sie bei der Produktsuche bzw. auch bei dem Verständnis, was die Produkte angeht, Fragen haben, dann stehen wir, die Produktexperten der Société Générale, für Sie an unserer Hotline zur Verfügung, beziehungsweise auch über Chat sind wir erreichbar, und die Daten dazu finden Sie dann unter dem Kontakt, und meine Kollegen und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie uns anrufen. Dort können wir dann auch Sie unterstützen bei der Produktsuche beziehungsweise auch bei der Aufklärung von Risiken und Chancen dieser Produkte. Insoweit auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an meine drei Sparingspartner, Ingmar, René und Stefan. Und ich freue mich schon aufs nächste Webinar mit euch. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Hat super geklappt, Holger. Deshalb freuen wir uns natürlich auch aufs nächste Webinar. Und bis dahin wünschen wir dir und natürlich allen Teilnehmern einen schönen Abend noch, weiterhin gute Trades und bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.